Ja, hallo, hier ist wieder Ari vom Win-Win Marketing Team und heute werde ich das erste Video zu Text-to-Video machen. Also, wie könnt ihr aus einem einfachen Text ein Video produzieren? Diese Technologie der künstlichen Intelligenz ist die letzte noch nicht voll entwickelte Technologie. Also Text zu Text, wie ChatGPT, ist relativ einfach inzwischen. Contentbildung ist relativ einfach. Ihr habt gemerkt, auch gesehen, dass Text zu Image, also Bilder entwickeln, auch in Ordnung ist. Man kann das machen und auch nutzen. Und jetzt ist sozusagen die nächsthöhere Technologie, wie macht man aus Text denn eigentlich ja ein ganzes Video? Und da ist mit aufführend OneRace Research, das werdet ihr unter research.oneway.ml.com. Und hier habt ihr verschiedene Generationen. Das Video, was ihr jetzt gesehen habt, ist von der neuesten Generation, die kommt bald raus, bei der man mit einfachen Text Videos erzeugen kann. Vorher ging das nicht ganz. Vorher hat man immer ja andere Videos einfach transformiert oder man hat Bilder laufen lassen. Ja. Heute werde ich euch zeigen, wie ich mich da anmelde. Also das macht ihr hier über Google und dann auch ja einen Text eingeben, welcher ein einzelnes Bild ja dynamisch erweitern soll. Wenn ihr angemeldet seid hier, dann seht ihr verschiedene Optionen und als erstes empfehle ich immer erstmal die Tutorials anzuschauen. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten hier. Wir gehen die mal kurz alle durch, also Video zu Video. Ihr habt ein Video, was ihr aufgenommen habt in der Natur. Oder ihr habt ein anderes Video, was ihr transformieren möchtet, zum Comic oder vom Comic zu ja etwas Künstlichem, dann könnt ihr das nutzen. Was wir heute nutzen, ist Text to Image to Video. Das bedeutet, ihr habt ein Bild, das habt ihr dann mit Midjourney erzeugt oder mit einer anderen KI oder ihr möchtet euch selbst transformieren. Und dann gebt ihr als Textprompt etwas ein, um ein Video zu erzeugen, entsprechend des Bildes. Wir haben hier Generative Audio, also ein Audio Creator im Generate Audio vom Text. Wir haben einen Hintergrund Remover, das geht auch über Canva, aber hier ist das auch sozusagen als Zwischenprodukt genannt, Text to Image, was auch immer hier auch der Midjourney kann, könnt ihr hier auch Image zu Image, also Veränderung des Image zum zu einer anderen Realität. Train your generator. Das heißt, wenn ihr vorhabt, irgendwann mal einen eigenen Kanal aufzubauen, dann mit dem braucht ihr eine Individualisierung. Und ja, create custom portraits, animals, styles and more. Internet image, also ein GIF erstellen. Ihr könnt Bilder erweitern. Ihr könnt es dynamisch aussehen lassen. Ihr könnt etwas wegnehmen, was hinzufügen, Hintergrund verändern. Also was die Möglichkeiten anbelangt, ist Runway relativ weit, muss ich sagen. Und was ich aber euch heute zeigen werde, ist dieses Text-to-Image. Ihr seht hier links, wenn ihr euch eingeloggt habt, dass ihr bestimmte Bilder hier reinfügen könnt. Was ich getan habe, ist dieser, ja, Son Goku Muskelprotz dort. Und dieser zeige ich euch mal kurz, wenn ich dann eingegeben habe, dass dieser sich ja nach vorne bewegt und trainiert. Also um das hier alles abzukürzen, das habe ich eingegeben. Was kann dieses Bild mit diesem Textprompt machen? So wie hier, dass das Bild sich da bewegt, aber auch vermorgt. Also diese Person geht nach vorne und verändert ihre Struktur. Das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es ist schon unglaublich, dass diese Tool diese Person wiedererkennen und das entsprechend verändern kann. Jetzt habe ich mir dieses Bild ausgesucht, das habe ich auch mit künstlicher Intelligenz erzeugt, Steine quasi am Strand oder am Sand und habe dann als Prompt gespielt, dass Wasser diese Steine bewegen soll. Und zwar Wasser aus dem Meer. Und hier sieht man, dass es so aussieht wie ein Meer, dass die Steine zwar bewegt werden, nur ein bisschen, aber das Wasser ist auf jeden Fall sehr gut dargestellt. Also wenn man spezielle Bilder sich ausschaut, und zwar Richtung statisch, wird man hier auf jeden Fall erfolgreich sein. Bei Personen ist es etwas schwieriger.